Liebe Freunde, der Betriebsabrechnungsbogen und die differenzierende Zuschlagskalkulation, beides kam dran für angehende Wirtschaftsfachwirte in Frühjahr 2024. Beides war hier klausurrelevant, also war in der Klausur drin. Deshalb ist es auch für die Zukunft, für deine Prüfung klausurrelevant. So, was ist BAB? Im BAB werden Primärkosten verteilt und werden damit zu Sekundärkosten. Primärkosten, Kosten für von außen zugeflossene Güter und Dienstleistungen, werden also hier verteilt. Und am Ende des Betriebsabrechnungsbogens erhält man dann Zuschlagssätze. Unterschiedliche Zuschlagssätze für Fertigungsstelle, für Materialstelle, für Verwaltung und Vertrieb. Also möglicherweise unterschiedlich, aber stets, also praktisch stets unterschiedlich, ne? Und deshalb gehen wir dann damit in die sogenannte differenzierende Zuschlagskalkulation, wo wir die Fertigungskosten, die Materialkosten und die Kosten für Verwaltung und Vertrieb, also bis zu 4 unterschiedliche, möglicherweise unterschiedliche Zuschlagssätze hier verwenden und damit dann entsprechend die Herstellkosten kalkulieren. Mehr dazu in meinem Online-Kurs für Wirtschaftsfachwirte zum Thema Rechnungswesen. So sieht's aus. So, nur so und nicht anders.